Ja, komm, neues InScope-Video, let's go. Top Secret. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Liebe Leute, mittlerweile von einer Woche Uploadzeit auf einen Monat geändert. Digga, muss ich wirklich sagen, muss unglaublich angenehm sein für euch die Zeit. Ich bin lieber zu Hause, Digga. Liebe Leute, mir die Woche. Wait, Monte hat abgesagt, Chat. Das heißt, Monte und Elishik sind raus. Joko, also Klaas hat abgesagt, Joko und Klaas sind raus. Die Girls haben abgesagt, die sind raus. Das sind drei Plätze, oder? Kommt auf einen von diesen Netpullovern hier, den ich gerade an mir trage. Den gibt's noch in beige. Warum willst du nicht? Das geht da nicht um Wollen tatsächlich. Das ist eher so ein... Also ich würde das auf jeden Fall machen. Wenn ich nominiert werden würde, würde ich auf jeden Fall zusagen. Safe Call. Ah, guck mal, ich verstehe es nicht, warum man da nicht mitmacht. Weil, klar, man will die Leute nicht enttäuschen, aber scheiß doch drauf. Also es ist doch eine Erfahrung für sich selbst. Ich würde das so hart... diese Chance so hart ergreifen, einmal diese Chance zu machen, auch wenn ich am Ende des Tages eine Woche, also ich bin da hingeflogen, den ganzen Weg, ich bin eine Woche da geblieben, um mich erstmal eingearbeitet zu werden. Dann bin ich da und fliege nach 3 Tagen oder 2 Tagen raus. Ich würde mich immer noch geil fühlen, dass ich das mitgemacht habe. Ich finde, dabei sein ist alles und finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute irgendwie nicht durchziehen oder irgendwie sagen, ich kann nicht mehr und an ihre Grenzen kommen. Jeder hat seine ganz eigenen Grenzen und ich würde aber trotzdem gerne dahin gehen, um die Erfahrung zu sammeln. Ja. Ist mir scheißegal, ob danach irgendwie alle haten oder so sagen, ne? So, bei Nova fanden es auch viele Scheiße oder sowas, aber am Ende des Tages, krass, dass ich es gemacht hat, weißt du? Schwarz, hellblau, grau, schaut am Sonntag, also den 7. bei uns im Shop vorbei. Obwohl, lass es lieber sein. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, diese ganze Mois Maestro Geschichte hat ja in den letzten Tagen echt richtig Welle gemacht. Ich kann nicht ohne dich, weil du meine Droge bist, warum kann ich nicht ohne dich? Du checkst erstmal die ersten 6-7 Monate gar nicht so, woher kommt das Geld eigentlich? Aber es gab im Prinzip neben... Digga, das war aber auch nix, ne? Da mit Mois. Thomas Gottschalk nur einen, bei dem ich auch wirklich noch darauf gewartet habe, dass er seine Meinung zu dem Thema abgibt. Ihr müsst mal jetzt zuhören, das ist jetzt richtig wichtig für euer Leben, okay? Ich glaube, es ist einfach bei sowas wichtig, den ganzen Hasen einzuleuchten. Und zwar auf so einer Main-Character-Basis. Ich versuche den ganzen Hasen mal einzuleuchten auf einer Main-Character-Basis. Der ist auch einfach, der ist so durch, der Typ, Digga. Check's gar nicht, der schiebt da Filme, Alter. Main-Character-Basis. Also genau. Das ist also... Jetzt fragen mich immer Leute, Red, was meinst du denn jetzt, Digga? Ey, auf welcher Seite bist du? Ich stelle mich jetzt auf gar keine Seite nach dem Motto, Digga, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da. Ich bin ganz straight, Freund. Ich bin ganz, ganz straight. Ich kenne den ganzen Background jetzt gar nicht. Unfassbare Worte hier an der... Das ist also so geil, wirklich. Das ist so, also der Typ, ich check den von Anfang an nicht. Noch nie gecheckt, was der überhaupt im Internet macht. Legit. Den noch nie. Alter. An der Stelle, ich glaube, niemand hat mehr Einsicht und hätte das ganze Thema reflektierter begleiten können. Apo RYD, mein intergalaktischer. Ich war da nicht mal hellwach. Ich möchte, dass ihr kurz in euch geht und ich möchte, dass ihr kurz über eine Entscheidung nachdenkt. Ihr wählt zwischen einer attraktiven Frau, mit der ihr 2 Kinder habt. Ihr habt ein Supplement-Unternehmen, das in den Millionenbereichen Umsätze macht. Steht mit beiden Beinen im Leben. Oder ihr entscheidet euch dazu, in Thailand extrem psychedelische Drogen zu nehmen und sehr, sehr cringe Videos auf Instagram. Der hat bei Rocker heißt es? Nutrition gearbeitet. Der hat als Frau und 2 Kinder, ist in Thailand mit einer Russin durchgebrannt und nimmt Drogen. Ich habe einen kurz mit Julian. Weiß auch nicht, wer das ist, aber wollte, irgendjemand aus der Bubble da. Ich habe ihm geschrieben, Julian, ich hoffe, es geht dir gut. Daraufhin meinte Julian, morgen 18.30 Uhr auf meinem Insta. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich bitte dich, es in deiner Story zu teilen, Nico. Gerne mit Gag. Dann er war Geschäftsführer bei Rocker. Macher! Geld macht glücklich! Erfolg macht glücklich! Du denn hoch? Daraufhin meinte Julian zu mir, Top Secret. Ich kann nicht ohne dich, weil du meine Droge bist, weil du... Ich kann es verstehen, wenn jemand in seinem Leben die Schnauze davon voll hat, an Zahlen zu denken, Unternehmen zu denken, vielleicht sich mit seiner Frau nicht mehr versteht und dann flüchtet man. Ich kann das irgendwo verstehen. Aber, lieber Julian, mein allergeilster, falls es ein Prank sein sollte, dann hoffe ich, dass du eine sehr, sehr gute Pointe zu dem Prank hast. Wenn es kein Prank sein sollte, lieber Julian, auch wenn du gerade in deinem Ich-bin-Gott-Modus bist, denk doch wenigstens an deine Kinder, Digga. Deine Kinder
werden das irgendwann sehen. Die werden sehen, was macht der Papa da. Die werden irgendwann einen psychischen Schaden davon tragen mit irgendeinem Elternkomplex, den sie haben werden, weil sie einfach mit einer ganz, ganz ungewöhnlichen Situation konfrontiert werden. Niemand will, dass du in deinem Leben unglücklich bist, aber nichtsdestotrotz rechtfertigt es nicht, dass du andere Leute mit deinem Verhalten schadest. Aber Julia, ich glaube, unterm Strich sollten wir uns eine Sache merken. Top Secret. The face the nana made when she licked my ass the first time. Ich glaube, deine Time. The face at Kata Kolumna made when she licked my ass for the first time. Ja, der ist halt, also der ist so komplett durchgedreht. Also der postet einfach. Digga, du musst dir vorstellen, du bist einfach die Frau von dem. Und bist mit den zwei Kindern zu Hause, siehst diesen Atzen da im Urlaub und postet irgendeine Russin von dem Gesicht, wie sie seinen Arsch geleckt hat. Digga, also wie kann man so ein Bastard sein? Ich glaube, deine Kinder werden doch keinen Schaden davon tragen. Ist doch eigentlich eine ziemlich geile Sache, die du da raushaust. Wir wollen uns jetzt mal wieder... Der wird gesperrt, der Gooflord. Besser ist. Ein bisschen mit den wichtigeren Dingen befassen, die wir aktuell so auf YouTube sehen. First thing is to make sure that her body is aligned well for me to penetrate. So, jetzt bin ich mal gespannt, was... John Wick mir jetzt hier über die Doggy-Style erzählen kann. So, if I'm like... Hey! ...in here and it's hitting her cervix and then I notice she's tilting her hips like this in some way... This usually means my stroke is too deep. Top Kommentar, Content Bro. Gonna try this out on my hand later. Now depending on... Wait, this is off YouTube? The length of her legs, your height, her... Kurs. Enrollments now open. Master BDSM Tantra. Junge, der hat einfach ein Programm, wo er zeigt, wie man richtig bumst. Schatz. Ich hab eine Idee für ein Programm von uns. Morgen mehr dazu. Like so, right? So I can guide. Oh, ey, Twitch, bitte. Twitch, bitte. Bitte. Denkt einfach nicht. Ich wusste das nicht. Ein eigener Kurs würde tatsächlich Sinn machen bei mir. Es würde Sinn machen, wenn ihr Fragen habt, wie man zum Beispiel einfach im Bett extremer Versager ist oder wie man insolvent geht. Meine Programme werden jetzt gleich online gestellt, liebe Leute. Ich werde jetzt gleich nochmal ganz kurz mit Julian Ziedlow telefonieren, werde ihn fragen, yo Digi, wie sieht's aus, hast du noch ein paar Pilze im Angebot? Und er wird mir dann wahrscheinlich sagen, top secret. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann, tut mir bitte einfach gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal wirklich. Wisst ihr was, abonniert den Kanal nicht, sondern kauft lieber was von Ola Kala. Würde mich nerven, ihr werdet beides sowieso nicht machen. Das soll letztes Video gewesen sein. Ey, gutes Video, Nico. Dann bin ich tatsächlich an der Stelle raus, nächstes Video dann. Gutes Video, Nico. Fand ich richtig nice, war unterhaltsam.